Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg der Beste von uns und für dieses müssen wir Königin Ashara im ewigen Palast auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, während noch ein Spieler am Leben ist, der von Essenz von Azeroth betroffen ist. Hört sich kompliziert an. Ist es nicht unbedingt, wenn man weiß, wie man es spielen muss. Erstmal, was ist Essenz von Azeroth? Das ist ein Buff, den ein Spieler bekommt, beziehungsweise ein Debuff, den ein Spieler bekommt in der allerletzten Phase, wenn man auf diese Konsole drückt und da Energie ablässt. Heißt, ihr spielt den Boss jetzt erstmal ganz normal in die letzte Phase, so auf 5%. Dann stellt ihr das Dotten ein, haut nur noch so ein bisschen Low-Hits quasi auf ihn oder auf sie drauf, besser gesagt, dass sie ja auf 2% etwa runterdroppt und dann ja, fangen die Leute an, sich gegenseitig oder selbst zu töten, indem sie 10 Stacks soaken von den Konsolen, quasi dann noch ein Life haben und damit sterben. Das ist schon mal so der quasi die Grundaufstellung, die ihr haben solltet. Wichtig ist, dass 2 Tanks auf jeden Fall überleben und ein Heiler. Und ihr den Boss möglichst low hittet. Wie gesagt, 2%, 1%, sodass er vielleicht nur 1, 2 Millionen Life hat, der Boss. Ihr solltet ihn nicht zu low hauen. Wir haben das hier zweimal spielen müssen, denn ihr habt hier 2 NPCs. Ich glaube einmal Talisra und Jaina, die hitten weiter auf den Boss und die hauen um die 50k Hits raus. Heißt, wenn ihr ihn zu low haut, kann euch das wie uns passieren, dass der Boss getötet wird. Und wenn ihr nicht so das wie wir gemacht habt, dass ihr euch eine ID gesaved habt, könnt ihr dann den ganzen Laden nochmal spielen, das wollt ihr nicht. Ihr seht, jetzt sind noch 2 Spieler am Leben. Eigentlich sollte hier der Heiler auch noch am Leben bleiben. Das ging irgendwie nicht sonderlich gut. Eigentlich sollte der Heiler die Konsole klicken und die 2 Tanks tanken einfach den Boss off. Hat jetzt bei uns nicht funktioniert, deswegen drückt der Monk hier jetzt die Konsole, also der andere Tank. Und ihr seht, jetzt drückt er halt so lang, bis wir den Buff kriegen. Wenn ihr die Konsole drückt, dann kommen da verschiedene Effekte. Es gibt mal Damage, es gibt mal einen Buff, wo dann einer stirbt, es gibt einen, quasi den richtigen Buff, den wir jetzt haben, und zwar Essenz von Azeroth, den hat der Monk jetzt eben bekommen. Und jetzt schau, dass ich mich schnellstmöglich töte, indem ich hier 10 Stacks nehme, dann habe ich nämlich nur noch einen Life. Und jetzt will ich mich kurz töten, gehe in die Void Zone rein und genau dann despawn die Void Zone. Schlechter geht's nicht. Deswegen laufe ich hier nochmal in die Mitte, kill mich und jetzt seht ihr, er hat den Buff drauf und ist der letzte Spieler am Leben. Und dementsprechend hat der Boss noch ein paar K, er haut ihn um, tada, Achievement ist aufgeprockt und dementsprechend haben wir damit auch alle Erfolge und auch zusätzlich das Mount. Das Achievement hier beim Endboss ist nicht sonderlich schwierig. Wie gesagt, ihr spielt den Boss ganz normal runter, bis ihr 5, 4% sowas um den Ding habt und dann die letzten paar Prozente machen wirklich die Tanks und der eine Heiler. Bei uns lief das nicht ganz optimal, aber ihr seht, man kann es auch nur mit 2 lebenden Tanks machen. Das ist alles kein Stress. Nur nicht zu weit runterhauen. Wie gesagt, die NPCs machen Damage und dann könnt ihr den ganzen Laden nochmal machen und das wollt ihr nicht. Optional, ihr könnt es so machen, wie wir das gemacht haben. Wir haben den ganzen Raid quasi gespielt mit der komplett gleichen Gruppe und haben dann einen beim Endboss umlocken lassen, dass dementsprechend, wenn das Achievement schief geht, und das ist bei uns einmal schief gegangen, dass der dann einfach auf den anderen Char wieder umloggen kann und dass man die Ashara-ID dementsprechend wieder komplett hat und dann direkt wieder einfach nur zum Endboss kann. Das würde ich euch raten. Übrigens, es reicht nicht, wenn nur einer eine Zakul-ID hat. Es muss wirklich eine Komplett-ID sein, also wo jeder Boss, wo der eine Char auf jeden Boss die ID hat, bis halt auf Ashara. Sonst funktioniert es nicht mit dem ID-System. Warum das so ist, wird jetzt zu lang dauern zu erklären. Glaubt es mir einfach, sonst klappt es leider nicht. Genau, das war es mit dem kompletten Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.